Liebe Genossinnen und Genossen, ich glaube, ich kann es ganz kurz machen, weil ihr mich hoffentlich in den letzten 4 Jahren kennengelernt habt und meine Arbeit beurteilen könnt. Ich möchte nur ganz knapp 3, 4 Sachen sagen, die mir wichtig waren und sind und was wir für ganz konkrete Projekte des Parteiaufbaus und der Kampagnenentwicklung in den nächsten Jahren angehen wollen. Erstens, mein Parteiverständnis war immer, dass wir eine horizontale linke Partei brauchen, die viele aktive Leute an der Basis hat und die dort lebendige linke und sozialistische Arbeit machen. Diese Vorstellung habe ich unverändert für unsere Partei. Ich war und bin immer der Meinung, dass die Gesellschaft nicht nur im Überbau verändert wird, sondern an der Basis, in den konkreten Auseinandersetzungen, in den konkreten Kämpfen und in der eigenen Organisierungsarbeit. Wir haben verschiedene Dinge begonnen, Katja hat es gesagt, und wollen verschiedene Dinge auch intensivieren. Völlig klar, eine Sache aus diesen Wahlergebnissen ist, wir müssen näher an die Menschen ran und das bedeutet, wir müssen in die sozialen Brennpunkte gehen. Dazu gibt es unser Projekt Links hilft. Wir müssen für die Menschen nützlich sein. Sie müssen wissen, wir unterstützen ihre Interessen gegen steigende Mieten, gegen Sanktionen von Hartz IV und das müssen sie auch in der Praxis erleben. Dazu machen wir ganz konkrete Pilotprojekte und ich hoffe, die werden nach und nach um sich greifen. Zum Teil macht dort unsere Partei schon hervorragende Arbeit. Und viele Gespräche mit den Leuten in diesen Bereichen, das müssen wir wissen, die lesen eben oft nicht unsere Flugblätter, die gucken keine politischen Sendungen. Man muss zu diesen Menschen hingehen, sie müssen die Linke praktisch erfahren. Das Zweite über die Kampagne, das muss drin sein, wurde hier schon auch ein bisschen kritisch berichtet. Ich sehe das nicht so. Wir hatten völlig gegen den medialen Trend eine Kampagne aufgesetzt, gegen Prekarisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse. Über die Hälfte unserer Kreisverbände hat jetzt 1 Jahr lang vielfältige Aktivitäten und Aktionen im Rahmen dieser Kampagne gemacht. Und auch wenn das oft nicht in den überregionalen Zeitungen kam, so hat es doch oft in die lokalen Zeitungen geschafft, die im Übrigen mehr von unseren Wählern lesen als manches überregionale Leitmedium. Und darauf bin ich ehrlich gesagt stolz. Wir hatten eine Aktionskonferenz, da waren 140 Aktive da, die hatten berichtet, welche positive Arbeit sie machen. Die letzte Phase, mehr Pflege in Erziehung, Gesundheit und Bildung, war wirklich bisher die beste Phase. Wir wollen dort weitermachen und wir wollen das Thema bezahlbaren Wohnraum, Mieten angehen. Natürlich muss diese Kampagne noch mehr Dynamik entwickeln. Wir müssen mehr lokale Konflikte anzetteln. Aber für mich besteht kein Zweifel. Wenn wir diese Kampagne nicht gehabt hätten, hätten wir unsere Kernthemen in den letzten Jahren sichtbar kaum bearbeitet. Medial waren völlig andere im Spiel. Und deshalb halte ich daran fest, die Kampagnenfähigkeit der Partei in der Zukunft weiter auszubauen. Die Politik findet eben in der Praxis statt und ich finde, manchmal wird die Praxis vor Ort zu gering geschätzt. Wir müssen lernen, die Praxis und die Aktivität der Genossinnen und Genossen vor Ort als das Höchste einschätzen, was wir als linke Partei überhaupt haben. Es ist völlig klar, wir haben damit angefangen, junge Leute zu qualifizieren, Nachwuchsförderung aufzubauen, haben in 5 Landesverbänden Pilotprojekte aufgebaut. Ich finde, diese Sachen waren ein Erfolg. Wir merken gerade, dass wir in vielen Bereichen neue Mitglieder, insbesondere junge Mitglieder, bekommen, die bei uns aus verschiedenen Gründen eintreten. Ich glaube, deswegen kann man sagen, auf diesem Weg müssen wir weitermachen. Wir wollen eine Jugendoffensive machen. Wir wollen verstärkt jüngere Leute ansprechen.
nicht nur im Westen, auch im Osten. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, wenn wir verstärkt Jugendliche organisieren, junge Erwachsene organisieren, dann gehört uns auch die Zukunft. Und natürlich müssen diese Leute auch ausgebildet werden. Sie müssen Bildungsangebote von uns bekommen, dass sie sich die Gesellschaft, in der sie leben, aneignen können und sich dort eigenständig und bewusst politisch betätigen können. Das ist eine wichtige Aufgabe linker Politik. Und ich finde, zum Parteiaufbau gehört immer, dass wir einerseits an der Seite der sozialen Bewegungen sind, der Streikenden von Blockupy und vielem anderen mehr, dass wir aber selbst auch eine organisierende Kraft sind. Das ist eben der Unterschied einer Partei und Bewegungen. Eine Partei existiert auch, wenn es gerade nicht so viele Bewegungen gibt. Und trotzdem haben wir dann eine Funktion in der Gesellschaft, zu wirken, mit unseren politischen Positionen, Aktivitäten zu organisieren. Das macht gerade eine Partei aus. Die Gesellschaft wird eben in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung verändert. An dieser Veränderung die nächsten 2 Jahre mitzuwirken, dazu habe ich große Lust. Mir gefällt die Arbeit in dieser Partei und ich hoffe, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass wir in den nächsten 2 Jahren uns noch einmal weiterentwickeln können. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.